Ja, Herr Lehmann, Sie haben als Club nochmal alles probiert. Sie haben zu einer ungewöhnlichen Massnahme gegriffen, haben noch den Trainer freigestellt während dem Playoff. Das ist nicht ganz alltäglich. Und am Schluss hat wenig rausgeschaut, bis nichts. Was ist Ihnen da durch den Kopf gegangen, als es nach 73 Sekunden 0-2 war im entscheidenden Spiel? Frustriert, enttäuschend. Das ist normal. Aber uns ist nichts anderes übergeblieben. In so einem Moment, wenn man nur eine allerletzte Chance hat, macht man einfach alles, um die allerletzte Chance vielleicht noch zu nutzen. Und wir haben die Karte noch gespielt, die letzte Trumpfkarte, und sie hat nicht gestochen. Und das muss man akzeptieren. Die letzten Jahre mussten Sie die Spieler trösten, haben Ihnen gut zugeredet, was runtergefallen sind. Was ist Ihnen dieses Jahr eingefallen? Ich nehme an, Sie haben Ihnen nicht gut zugeredet. Ich war bei den Spielern in der Kabine vor dem Match, also morgen, am Sonntagmorgen. Und ich habe ihnen einmal gesagt, ich glaube, dass wir können das noch ehren. Aber sie müssen es machen, ich kann das als Präsident nicht. Ich kann das da schon sagen, ich habe alle aufgefordert, Verantwortung zu übernehmen. Und habe gesagt, die Verantwortung übernehmen sollen jetzt aufstehen. Jetzt! Und sind alle aufgestanden. Ich glaube, dem hat es nicht gefehlt und wir haben die Serie nicht verloren mit dem letzten Match. Wir haben die Serie verloren, schon Anfang des Jahres, in dem wir einfach nicht bereit sind für die Playoffs. Das kann eigentlich nicht sein, oder? Der Kloten hat einen anderen Anspruch. Sie haben es gesagt, wir stehen wieder auf, wir wollen zurückkommen. Und nicht irgendwann, sondern so schnell wie möglich. Und dann ist der Viertelfinale Endstation und die Mannschaft ist nicht bereit. Was stimmt nicht? Der Figi Hollestein hat gesagt, wir müssen jeden einzelnen Stein umdrehen, inklusive ihm selber. Was braucht es? Was ist jetzt die Analyse? Ja, 24 Stunden nach dem Match ist es schwierig, jetzt gerade die Analyse oder das Resultat von der Analyse weiterzugeben. Aber was uns fehlt, ist ganz klar, wir haben aus meiner Sicht keine Winner-Mentalität. Wir haben es nicht gehasst, wenn wir verloren haben. Und einfach Niederlagen schön zu reden, zu entschuldigen, Erklärungen zu suchen, das lange nicht. Man muss Niederlagen hassen. Und das hat mir gefehlt und das muss man sehr genau analysieren. Und wir haben sportliche Kollektivs total versagen gehabt. Das ist eine Tatsache, das gibt es nicht wegzudiskutieren und da muss man jetzt aufräumen. Sie haben gesagt, man muss aufräumen, aber es ist ja schwierig. Jetzt da Kloten haben, Sie haben die Zukunft mal skizziert, wo es herführen könnte. Jetzt ist man im Viertelfinale gescheitert. Jetzt muss man schon wieder aufstehen. Man ist vor einem Jahr schon am Boden gelegen. Wo ist denn der EHC Kloten künftig zu positionieren? Wo soll seine Zukunft überhaupt herführen? Was ist überhaupt dem Ganzen entsprechend? Weil die Zuschauer haben sie noch gehabt, sind fast 4.500 im Schnitt gekommen. Dann wären sie in der National League unter den Top 10. Aber alles andere passt ja scheinbar nicht. Also wo sehen Sie denn den EHC Kloten überhaupt? Das ist offensichtlich so. Und im Sport ist halt einfach, Sport ist Monkey Business. Wenn sie gewinnen, haben sie alles recht gemacht. Wenn sie verlieren, haben sie alles falsch gemacht. Punkt. Es gibt eigentlich nichts anderes. Das muss ich auch selber sagen. Ich habe in den ersten zwei Jahren selber relativ viel Einfluss genommen, auch im sportlichen Bereich. Das hat mich oft interessiert. Dieses Jahr habe ich gar keinen Einfluss genommen. Und es ist noch schlimmer geworden, muss man sagen. Aber der Präsident kann einfach das Sportliche zu wenig beeinflussen. Natürlich, letztendlich trägt der Präsident die gesamte oder die letzte Verantwortung. Das bin ich mir gewöhnt, als Unternehmen die letzte Verantwortung zu tragen. Und was die Eigentümerschaft oder die Ablösung von der Eigentümerschaft anbelangt, hat es sicher nicht einfach gemacht, was wir jetzt für ein Resultat haben. Sie sprechen es an. Sie haben selber in einem Interview gesagt, das ist ein mittelfristiges Engagement. Sie wollen das nicht ewig machen, es sind 3 Jahre vorbei. Sie haben durchsickern lassen, dass Sie eigentlich den Club gerne in andere Hände legen würden. Was ist jetzt der Stand der Dinge? Jetzt ist Ende Saison. Ja, da müssen Sie immer jemanden finden. Es gibt Leute, die bereit sind, in die Verantwortung zu stehen. Aber ich kann Ihnen da definitiv, final kann ich Ihnen noch nicht sagen. Es kursiert immer wieder einen Namen. Also nicht den Kimi Räikkönen, sondern einen, der bei GC viel Geld investiert hat, der dort ausgestiegen ist. Der Herr Spross. Was sagen Sie zu dem Namen, wenn man den ins Spiel bringt? Ist der absolut aus der Luft gegriffen oder ist das tatsächlich mehr am Knochen? Nein, kein Thema. Der Name darf gerne kursieren, das ist aber wirklich kein Thema. Nein. Sie haben es jetzt vorhin gesagt, wir können es noch nicht finalisieren, aber
es gibt Ansatzpunkte, das war heute zu Retreat oder nachzulesen, die Freunde des Verwaltungsrates. Was hat denn Kloten für Freunde? Oder beziehungsweise hat es so gute Freunde, dass sie sich dann eben jetzt nicht abwenden nach einem 1-4 gegen Langenthal in der Serie? Ja, wir haben sehr viele Freunde. Also, wenn Freundschaft nur resultatabhängig ist, dann muss man sie sowieso künden. Und da müssen sie sich keine Sorgen machen, dass wir keine Freunde haben. Und die Freunde werden also mehr als sich Kloten stehen. Der sich Kloten ist nicht am Ende. Aber er ist in einer ganz schwierigen Situation. Und das gibt es im Sport. Die Verantwortlichen sind aufgefordert, und da sind jetzt die Gespräche am Laufen, da mit am Strick zu reissen und ihres dazu beizutragen, dass es weitergeht. Und da werden wir zu gegebener Zeit weiter informieren können. Wie ist Ihre Timeline? Sie haben gesagt, also, es ist auch nicht ausgeschlossen, dass ich weitermache. Oder ist das ausgeschlossen? Können Sie das klarstellen, wie Ihr Weg wird sein? Sie sagen, wir müssen schauen, dass wir eine Lösung finden. Wir sind im Gespräch. Wie wird Ihr persönlicher Weg sein? Sie sind jetzt der Kopf gewesen, der das Ganze gerettet hat. Ohne Sie würden wir jetzt nicht über die heutigen oder gestrigen Resultate reden. Dann wäre der Club vielleicht gar nicht mehr existent. Aber jetzt, wie geht es mit Ihnen weiter? Also, was haben Sie künftig vor, hier in diesem Club oder außerhalb des Vereins? Ich bin mir schon nicht gewöhnt, dass man 3 Jahre lang versucht, zu optimieren, zu sparen, vernünftig umzugehen mit dem Geld und nicht zum Ziel kommt. Aber es ist nicht so, dass wir wirtschaftlich komplett am Boden liegen, sondern wir liegen sportlich einfach komplett am Boden. Und das ist dermaßen schwierig. Das ist etwas, wo oft auch nicht in der Hand von einem selber liegt. Und ich bin ja nicht ein ausgewiesener Eishockey-Fachmann, habe ich immer gesagt. Und wenn sie sich dann da einmischen, heisst dann immer, der hat sowieso keine Ahnung. Und wenn sie sich nicht einmischen, dann sind sie auch der Neger im Umzug. Es ist immer so, als Präsident ist schon mal oft gesagt worden, sind sie wie eine Laternenpfahl, oben müssen sie leuchten und unten schiffen dann jeder ans Bein. Und auf das haben Sie jetzt weiterhin keine Lust mehr, so, wenn Sie aus diesen Worten heraushören, Sie wollen nicht mehr der Laternenpfahl sein in den nächsten 3 Jahren? Nein, das habe ich von Anfang an gesagt. Wenn er noch muss sein, aus Überlegungen heraus, wo es einfach nicht anders geht, dann werde ich das sicher machen. Aber mein Ziel ist, das Amt als Präsident abzugeben und er hat sich Lothar in andere Hände legen können. Das heisst zeitlich, wann wissen wir konkret? Ja, spätestens bei 30. April 2019.